Das ist der Sitz der griechischen Götter, der Olymp. Der da hinten, der an der Bar sitzt, das ist Zeus. Das ist der Oberchef. Und wenn er richtig wütend ist, dann schmeißt er manchmal einen Blitzen um sich. Die smarte Business Lady hier, das ist Athene, das ist die Tochter von Zeus. Ja, und der Typ mit den Flügeln, der am Hüten. Das ist Hermes, der Gott der List, der Kaufleute und Diebe und so eine Art Edelpostbote. Trotz oder wegen Poseidons Abwesenheit erteile ich dieser Truppe hier den Auftrag, eine Oper, ein modernes Musiktheater, was auch immer, auf die Bühne zu bringen. Und zwar mit dem Titel Die Irrfahrten des Odysseus. Spannend ist für mich Verschiedenes dabei, ja. Also einerseits für mich selber die Entdeckung, dass diese alten Stoffe nicht so trocken sind, wie man sie immer sieht oder wie sie gern betrachtet werden, sondern dass da sehr viel drin steckt, was auch ja, viel mit den Leuten heutzutage zu tun hat, damit irgendwie Konflikten, Ängsten oder Problemen und dieser Vergleich, wie ist man damals damit umgegangen, wie würde man heute damit umgehen, keiner würde heute auf die Idee kommen, dass irgendwie dann Odysseus nach Hause kommt und erstmal 3000 Leute da abmetzelt. Der Riese kam und rollte einen gewaltigen Fels vor den Eingang der Höhle. Wer seid ihr? Wir kommen aus Berlin. Quatsch, aus Troja. Über das große weite Meer. Mit diesem Schiff. Wie kann man mit den Mitteln, die wir heute haben, mit Musikern, die Erfahrung haben in neuer Musik und in Improvisation, wie kann man da verklanglichen? Und in der 10. der Nächte führt mich die Himmlischen zu der Insel, wo Kalypso wohnt. Wie ein Zyklop aussieht und eben auch klingt. Oder die Nymphen. So. Oder ein wütender Gott. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der für Kinder und Jugendliche ganz interessant sein kann, ja? Weil es einfach um so Typen geht, um so merkwürdige Wesen. Und wenn ich dich unsterblich mache? Unsterblich? Unsterblich? Du bleibst für immer bei mir und es bleibt immer alles genauso. Zu früh, um ins Bett zu gehen und zu spät wieder aufzustehen? Ganz genau. Ohne Falten? Ohne Falten. Du bleibst immer jung und unsterblich. Wie lange? Für immer. Also das dauert mir einfach zu lange. Ich muss nach Hause zu meiner Frau. Ich habe gesagt, es ging nur mal ganz schnell nach Troja Zigaretten holen. Und jetzt habe ich mich schon wieder 8 Jahre verzettelt. Leg dich hin und entspann dich! Und zugleich ist es auch einfach eine aufregende Erzählung, wie ein Roadmovie. Also jemand ist unterwegs und erlebt da Abenteuer und das ist auf eine Weise vielleicht zeitlos. Ich bin Odysseus! Und allein. Aber das neue Ende, ich weiß nicht. Ich hätte die alle. Oh, Papa. Bloß gut, dass Poseidon nicht hier war. Die neue Generation kann einfach kein Blut mehr sehen.